Hallo, liebe Moviepiloten. Nach einer gefühlten Ewigkeit darf ich endlich mal wieder über DC sprechen. Ich glaube, der letzte DC-Film, den ich hier besprochen habe, das war der Snyder Cut von Justice League. Und witzigerweise geht es heute erneut um eine zweite Chance. Denn ich spreche über James Gunn's The Suicide Squad. Und normalerweise sage ich an dieser Stelle, yup, hier kann es zu Spoilern kommen. Das möchte ich heute gar nicht sagen, denn ich werde diesen Film nicht spoilern. Es kann zu Spoilern kommen, was Suicide Squad von 2016 angeht. Es kann definitiv nicht zu Spoilern kommen, was The Suicide Squad angeht. Ich möchte euch diesen Film wirklich, wirklich nicht verderben. Ich möchte, dass ihr da genauso reingeht wie ich. Ich hatte das große Glück, ihn früher sehen zu dürfen. Deswegen, nein, ich vermiese euch hier gar nichts. Aber alles, was jetzt folgt, ist natürlich nur meine Meinung. So, alle Disclaimer wurden disclaimed, selbst wenn sie diesmal gar nicht so disclaimermäßig waren. Legen wir los. Und ja, mir fällt gerade auf, ich gucke gerade in die Kamera, ich trage ein Marvel-Shirt bei einem DC-Review und habe vor kurzem bei Black Widow ein DC-Shirt getragen. Ich mache das nicht absichtlich, ich mache das wirklich nicht, um euch zu triggern. Ich achte nur nicht darauf. Aber okay, drehen wir die Uhr mal zurück. Reisen wir zurück in die Vergangenheit, ins Jahr 2016. Da erwartete uns nämlich Suicide Squad. Und ehrlich gesagt, damals war ich sowas von gehypt auf den Film. Aus unterschiedlichen Gründen. Es war die erste Joker-Interpretation nach Heath Ledger. Margot Robbie sollte das erste Mal Harley Quinn auf die Kinoleinwand bringen. Und ehrlich gesagt, das Konzept von Suicide Squad klang mega kreativ, mega spaßig und mega interessant. Wir nehmen viele Bad Guys aus dem DC-Universum und zwingen sie dazu, etwas Gutes zu tun. Das ist nicht die typische Heldenstory. Das ist nicht, wir retten den Tag. Das ist auch nicht ein Anti-Held, der sich langsam zum Helden mausert. Nein, das sind Bad Guys. Wenn sie nichts Gutes tun, dann sprengt man ihnen halt die Birne weg. Slipknot lässt grüßen. Oh Mann, Slipknot. Immer in meinem Herzen. Ich habe mich so auf diesen Film gefreut und der Trailer damals von der Comic-Con, schaut ihn euch mal an, mit dem Song I Started a Joke. Oh mein Gott, ich dachte, wir kriegen einen sehr düsteren, gritty DC-Film, weil generell, ich mag ja das Düstere von DC. Doch am Ende des Tages, das Studio hat sich sehr eingemischt und der Film wurde komplett zerschnitten, die Tonalitäten haben überhaupt nicht gestimmt. Es gab sehr viele Probleme mit der Balance aus Humor und ernsten Szenen. Generell hat sich der Film eher angefühlt wie ein Marketing-Video oder ein Musikvideo, was ich sehr schade fand. Jared Leto's Joker, ihr wisst, was jetzt kommt. Aber was ich an diesem Film mochte, war Margot Robbie als Harley Quinn. Sie hat mich damals richtig überzeugt. Sie hat mich in diesem Film besser überzeugt als in Birds of Prey, ein Film, den ich nicht mag. Und Will Smith als Deadshot fand ich damals großartig. Jai Courtney war auch eine Überraschung. Ich mag Jai Courtney normalerweise nicht wirklich gern. Ich meine Die Hard 5 und Terminator Genesis. Nope. Doch als Captain Boomerang hatte er definitiv Spaß. Doch, der Film hatte so viele Probleme. Alles wurde einfach kaputt erzählt. Ich meine, Rick Flag und This is Katana, komm schon. Wie häufig habe ich schon Witze darüber gerissen? Ich glaube, ich mach's nochmal. This is Katana. She's got my back. She cut all you in half with one sword stroke, just like mowing the lawn. I would advise not getting killed by her. Her sword traps the souls of its victims. I learned something today. Doch in einer Welt, in der gefühlt jeder Film, jeder Charakter eine zweite Chance kriegt, ich meine, hey, Deadpool ist auch nicht mehr das, was er mal in X-Men Origins war und wir haben jetzt einen guten Justice League Film, da durfte auch Suicide Squad eine zweite Chance verdienen und man hat sich diesmal James Gunn gekrallt. James Gunn hat schon vorher relativ unbekannte Figuren genommen aus dem Marvel-Universum und sie ikonisch gemacht mit Guardians of the Galaxy. Und für mich sind ja diese Guardians of the Galaxy-Filme etwas extrem Besonderes im Marvel Cinematic Universe. Warum? Weil sie eine ganz eigene Welt aufbauen, weil sie wirklich charakterbezogene Stories erzählen, weil sie in sich geschlossen sind und obwohl sie voll sind mit Humor und Farbe und Spaß und comichafter Natur, haben sie auch tatsächlich Konsequenzen und trauen sich einiges. Ich meine, Spoiler-Alarm für Guardians 1, der große Groot stirbt. Spoiler-Alarm für Guardians 2, Yondu stirbt. Diese Filme haben sich wesentlich mehr getraut als die anderen MCU-Filme. Man konnte ganz klar erkennen, hier gibt es eine Vision. Eine Vision eines Mannes namens James Gunn. Jetzt haben wir endlich James Gunns Vision vom Suicide Squad. Und ich muss euch sagen,
Der Film hat mich absolut umgehauen. Ich hatte Angst, dass er mir nicht gefallen würde. Und ich fand diesen Film so klasse. Es ist einer der besten DC-Filme seit langem. Ich weiß nicht, wo ich ihn ranken würde, aber sehr, sehr, sehr weit oben. Denn das muss man dem Film lassen. Er fühlt sich nicht so an, als wäre es ein weiteres Studioprodukt. Es fühlt sich nicht so an, als hätte man James Gunn ständig reingeredet. Nein, das wirkt wirklich wie die Vision eines Filmemachers. Und das liebe ich an dem Film. Das ist auch mein größtes Kompliment. Der Stil... großartig. Von Sekunde 1 wissen wir, oh, okay, das ist R-rated. Wow, das ist nicht nur, wie er redet, nein, Blut, oh, okay. Das passt auch zu dieser Situation. Ich meine, sorry, wir haben hier eine Crew von Bad Guys in sehr gefährlichen Missionen. Ich meine, die Nummer heißt nun mal The Suicide Squad. Da sollte es auch heftig zur Sache gehen. Gleichzeitig vergisst der Film allerdings auch nie, dass er ein Comicfilm ist. Deswegen nimmt er sich an Stellen nicht allzu ernst. Ich meine, es gibt total verrückte Charaktere. So viele obskure Charaktere gab es noch nie in einem DC-Film. Ich meine, wir haben da einen Wiesel, wir haben einen Hai gespielt von Sylvester Stallone, King Shark, ein absoluter Scene-Stealer. Und auch an alle da draußen, die dachten, ist das Groot 2.0? Nope, ist er definitiv nicht. Er ist was sehr Eigenes. Das Witzige ist, er ist schon fast irgendwie niedlich, obwohl er ein menschenfressender, humanoider Hai-Mensch ist. Ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben, aber King Shark funktioniert großartig. Und etwas weiteres, was mich an diesem Film total überrascht hat, Rick Flagg funktioniert. Rick Flagg hat in Teil 1 leider einfach nur jeden einzelnen Charakter erklärt. Katana, ich habe mich schon über sie witzig gemacht und diese ganze Nummer. Nein, in diesem Film habe ich das Gefühl, ihn besser kennengelernt zu haben. Er hat einen richtigen Arc. Generell, unsere Charaktere, unsere Hauptfiguren haben einen Arc. Und das Zweite, was ich mich gefragt habe, ist das erneut die Harley Quinn Show? Ich meine, wir hatten jetzt schon 3 Filme mit Harley Quinn. Suicide Squad, Birds of Prey, der ja später noch umbenannt wurde, und jetzt The Suicide Squad. Interessanterweise würde ich Harley Quinn nicht als Hauptfigur bezeichnen. Ich weiß, sie kriegt, Margot Robbie kriegt Top-Star-Billing und sie ist toll in dem Film. Ich muss euch sagen, als jemand, der nicht wirklich ein Fan davon war, wie sie geschrieben wurde in Birds of Prey, in diesem Film erinnert sie mich wesentlich mehr an den Comic-Charakter. Allein ihr Outfit, schwarz-rot, die ikonischen Farben, die Dialoge, die Tatsache, dass sie unberechenbar ist, all das will ich in Harley Quinn sehen. Es war auch sehr cool, Harley Quinn mal mit einer Bazooka zu sehen. Ich meine, kennt ihr die Szene aus Batman Beyond? Ich zeige sie euch kurz. Sweetie, get Mommy's Bazooka! Es war verdammt cool, sie mit einer Bazooka zu sehen. Ich meine, das Fanherz generell hat häufiger höher geschlagen. Aber was ich diesem Film lassen muss, ist, dass gerade die eher unbekannteren, gerade die obskuren Figuren wirklich sehr viel Screentime kriegen und ich mir gesagt habe, wow, Ratcatcher 2 ist eventuell das Herzstück des Films. Polka Dot Man, er ist eine tragische Figur eventuell. Oh yeah. Und ich mochte natürlich auch das Hin und Her zwischen Idris Elbas Bloodsport und John Cena's Peacemaker. Deren Dynamik großartig. Diese Rivalität haben wir schon im Trailer gesehen. Sie funktioniert noch wesentlich besser im Film. Der Film hat sogar eine Szene, das sieht man im Trailer, deswegen kein Spoiler, wo die Crew in einer Bar abhängt. Und etwas Ähnliches hatten wir in Suicide Squad 1. Das Spannende ist, dort hatte sich so angefühlt nach dem Motto, oh fuck, wir haben diese Figuren überhaupt nicht kennengelernt, lasst sie uns kurz in eine Bar werfen, damit sie zumindest einmal untereinander agieren kann. Hier ist es nicht der Fall, hier fühlt sich alles wesentlich organischer an. Generell, die Erzählstruktur ist auch etwas kreativer gestaltet. Was meine ich damit? Ohne zu viel zu verraten, ab und zu erinnert es ein wenig an Tarantino. Wir haben Überschriften, die uns sagen, ah okay, wir sind jetzt an dieser Stelle im Film angekommen. Wenn ihr es seht, werdet ihr ganz genau wissen, was ich meine. Die Dialoge sind bissig, witzig, aber der Film hat definitiv auch Konsequenzen. Ich meine, die Nummer heißt The Suicide Squad und James Gunn hat selber gesagt und ist auch im Trailer gepackt, don't get too attached. Gewöhnt euch nicht zu sehr an diese Figuren. Was das bedeutet, das könnt ihr euch selbst denken, aber es geht teilweise wirklich sehr, sehr heftig zur Sache. Und das ist auch das Besondere. Der Film ist over the top, der Film ist sehr brutal, aber sie benutzen diese Brutalität recht comicartig. Das bedeutet, selbst wenn es heftig zur Sache geht, kann man drüber lachen. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ich finde, es gibt ein paar Leute, die das sehr gut können. Tarantino ist einer von ihnen. James Gunn kann das mindestens genauso gut. Und wir haben wirklich spektakuläre Sets und spektakuläre Kameraarbeit. Ja, seit langem so ein Comicfilm, wo ich wirklich erkennen konnte, was passiert, wenn die Actionsequenzen losgingen. Und die Actionsequenzen machen verdammt viel Spaß. Der Film ist auch sehr clever, wenn es darum geht, einen sehr simplen Plot zu erzählen. Der
Plot ist sehr simpel. Wir haben diese Crew, sie muss was erledigen und es ist verdammt gefährlich. Das ist es. Aber genau deshalb haben wir die Zeit, uns unterschiedlichen Figuren zu widmen. Genau deswegen müssen wir uns nicht zu sehr auf den Plot konzentrieren, sondern einfach nur auf die Interaktion zwischen diesen Figuren und dieses sehr, 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 sehr verrückte Szenario. Harley Quinn hat auch ab einem gewissen Punkt, man sieht es so ein bisschen im Trailer, sie hat ihren eigenen Sideplot. Das bedeutet, sie wird von der Crew kurzzeitig getrennt. Wir sehen ja im Trailer, dass die Crew sie eigentlich retten wollte, was gut ist. Weil ich glaube, sie hätte die Show zu sehr gestohlen, gerade wenn man so viele neue Charaktere einführen möchte. Deswegen, man lässt diese neuen Charaktere auf uns los und man lässt sie miteinander agieren. Und das hat so gut funktioniert. James Gunn versteht es auch erneut, wirklich gut mit Musik umgehen zu können. Der Soundtrack ist ikonisch. Mit dem ersten Track geht's los und man merkt, er hat sich wirklich Gedanken gemacht, welche Musik er wann benutzt, denn sie passt perfekt zu den Szenen. Was soll ich sagen? Dieser Film ist für mich einer der besten, eventuell der beste Blockbuster des Jahres bis dato. Er ist bunt, er ist wild, er ist chaotisch, er ist verdammt lustig. Doch gerade zum Ende gibt es dann auch wieder dieses richtige Gewicht. Zum Ende spürt man dann wirklich auch die dramatischen Aspekte des Films und das tut dieser Film wie ein Meister. Ich habe noch nicht wirklich über Viola Davis als Amanda Waller gesprochen, denn auch sie kehrt zurück und ich fand sie in diesem Film, obwohl sie nicht so viele Szenen hat wie in Teil 1, noch diabolischer, was gut ist, weil Amanda Waller, wer die Comics kennt oder wer auch Teil 1 gesehen hat, weiß, dass sie wirklich bösartig und skrupellos sein kann und das ist sie hier und das finde ich wirklich sehr stark. Ich finde, man wurde der Figur gerecht und eine weitere Befürchtung, die viele Leute hatten, war die Tatsache, dass Bloodsport eventuell nur ein Ersatz für Will Smiths Deadshot ist. Diese Sorgen verstehe ich. Immerhin hatte man ursprünglich vor, Will Smith zu recasten und neu zu besetzen mit Idris Elba. Das ist hier Gott sei Dank nicht der Fall. Er ist eine sehr eigene Person und selbst die Actionsequenzen mit ihm sind nicht Copy-Paste von denen von Will Smith. Nein, er kann wirklich aus allem eine Waffe machen und nicht nur Schusswaffen, also nicht nur Pistolen, Pfeile, Pfeil und Bogen, Stichwaffen, wir sehen hier wirklich eine Menge und wie gesagt, wenn die Action losgeht, macht das verdammt viel Spaß. Das ist ein James Gunn-Film, wie er im Buche steht. Eventuell ist es sogar James Gunns bester Film, wirklich. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich weiß es noch nicht wirklich. Ich liebe die Guardians-Filme, ich mag auch ein paar von seinen eher unbekannteren Filmen. Aber ehrlich gesagt, The Suicide Squad ist so stylisch, ist sowas Besonderes. Und gerade jetzt, wo schon so viele Leute die Schnauze voll haben von Comic-Verfilmungen, weil es gibt einfach mittlerweile so viele Comic-Verfilmungen wie Sand am Meer und sehr viele gleichen einander. Und man muss jetzt was Neues machen, man muss jetzt was Kreatives machen. James Gunn war der Richtige für den Job. Der Film ist originell, er macht verdammt viel Spaß. Die Charaktere sind meiner Meinung nach jetzt schon ikonisch. Und es kommen Überraschungen auf euch zu, die ihr wirklich nicht erwarten werdet. Ich war wirklich glücklich. Der Mix aus dem alten Cast und dem neuen Cast hat wirklich sehr gut funktioniert. Und erneut, dieser Film fühlt sich nicht wie Teil 2 an. Das ist nicht einfach Suicide Squad 2. Man kann Teil 1 eigentlich komplett überspringen. Denn viele Sachen aus Teil 1 werden nicht einmal aufgegriffen, nicht einmal erwähnt. Das heißt, es ist eine in sich geschlossene Geschichte. Man kann sich den Film angucken und muss davor nicht einen einzigen Film des DCEUs gesehen haben. Und das ist ein Kompliment, denn ähnlich war es auch der Fall bei Guardians of the Galaxy. Ich meine, wenn man Guardians of the Galaxy gucken möchte, muss man keinen anderen MCU-Film gesehen haben. Nicht, dass man die anderen MCU-Filme nicht sehen sollte, aber Guardians steht für sich und The Suicide Squad steht für sich. Das Einzige, das muss ich euch einfach sagen, weil bei Marvel seid ihr mittlerweile darauf vorbereitet, es gibt eine Post-Credit-Scene. Deswegen bleibt sitzen, wenn die Credits anfangen. Da gibt es noch eine weitere Szene. Worum es da geht, verrate ich euch nicht. Was ich euch sage, ist, dass es noch ein zweites Video geben wird, wo ich etwas spoilerlastiger über den Film sprechen werde. Denn ich war jetzt so vage. Ich habe ein bisschen über die Figuren geredet, über den Stil, die Musik, die Action, den Look. Aber alles andere, storymäßig möchte ich hier wirklich nichts verraten. Was ich euch sage, ist, geht ins Kino. Ich persönlich habe den Film wirklich geliebt. Es ist echt lange her, dass ich so glücklich nach so einem originellen Comicfilm war. Deswegen frage ich euch, freut ihr euch auf The Suicide Squad? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch und auf eure Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.